Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baldur's Gate. Schreckliche Neuigkeiten, ich habe die Köpfe von Imoen und Nira verloren. Ja, die sind außerhalb des Bildschirms, sie sind außerhalb der Sichtweite. Tut mir leid, Mädels, eure schönen Gesichter werden heute nicht gesehen. Wir hatten letztes Mal dieses Gebiet von Monstern und anderen Kreaturen befreit, die mir nicht gefallen haben, und sind jetzt bereit, zurück nach Neshkel zu reisen, nachdem uns Dorn dahin geschickt hat. Dorn möchte da gerne mit einer Frau namens Tarris reden, und ich bin gerne bereit, ihm das zu erfüllen. Das Problem ist, wir werden auf dem Weg überfallen, das haben wir am Ende der letzten Folge schon festgestellt, und zwar von einer Gruppe von Attentätern, die eigentlich aus einem Gebiet hier irgendwo stammen, entweder hier oder hier, ich bin mir nicht sicher. Gallikin heißt das Gebiet. Und die wurden von meiner SCS-Mod auf einen Gebietswechsel verlegt. Und wir haben wohl Pech. Und die kommen jetzt wohl, um mich zu holen. Ich könnte eventuell auch vor ihnen wegrennen. Das ist mir gerade erst eingefallen. Aber vorher wollte ich noch was an eigener Sache sagen. Ich kann auf manche eurer Kommentare nicht antworten, wegen euren Google-Plus-Einstellungen. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil es ist ein Klarname. Und die nenne ich grundsätzlich nicht. Aber da ist einfach kein Antwort-Button. Von daher wollte ich es mal gesagt haben. Falls ihr euch wundert, warum keine Antworten kommen, entweder schreibt ihr mir böse Sachen oder ich kann einfach nicht antworten, wegen euren Einstellungen. Aber egal. Wir reisen jetzt nach Neshkel. Ja, 32 lange Stunden. Mal sehen, wann die Räuber mich überfallen. Ja, natürlich haben mir Feinde aufgelauert. Es gibt wohl noch so eine Gruppe, die mich überfallen kann, zufällig beim Gebietswechsel, und zwar eine Gruppe von Amazonen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Aber den Dialog haben wir letztes Mal schon geführt. Das ist Molka, der ziemlich überheblich ist, auch mit gutem Grund, denn er ist kein wirklich schwacher Kerl. Er hat Hast gewirkt auf die ganze Gruppe, er hat Spiegelbilder für sich und er hat ein Schild für sich. Das heißt, ich kann ihn nicht mehr mit magischen Geschossen ärgern, was ich normalerweise mit so kleinen Magiern gerne machen würde. Was auch so langsam eine gangbare Taktik wird, weil wir langsam Level gewinnen. Jedenfalls wird er mich nicht in Ruhe lassen. Und deswegen gucken wir mal. Ja, deswegen gucken wir mal. Ich denke, ich könnte zum Gebietsrand rennen und weglaufen. Ich denke, das ist eine Option. Ich werde das natürlich nicht machen. Nein, nichts lege ferner als das. Ich probiere es trotzdem nochmal mit Schrecken. Dann werde ich das Schild auf Balthasar zaubern. Nee, du heißt nicht Balthasar, du heißt Rajad. Balthasar ist ein Thron des Baal. Ich bin schon verwirrt. Dich werde ich einfach reinschicken. Dorn, viel Glück. Vikonia, du könntest... du kannst Skelette beschwören. Du beschwörst hier Skelette hin. Aber sowas von. Ich hole mir Monster. Über den Monsterbeschwörungsstab. Ja, echtes Wort. Echter Stab. Und dann schießt Imoen vielleicht auf den kleinen giftigen Magier. Oh, wer ist Malka? Ach, wo ist Malka? Ach, du bist Malka oder Molka. Dann bist du das gar nicht. Ich dachte, der kleine Zwerg wäre Malka. Aber nein, es ist der große Mann mit den zwei Schwertern. Sehen nach Kurzschwertern aus, auf den ersten Blick. Dann schauen wir mal. Es ruckelt auf jeden Fall ein bisschen, also intensiver Kampf. Oh nein, ich komme zu schnell auf mich zu. Da sind meine Monster. Der Zauberschrecken wurde auch gesprochen. Rajad, greif an. Haha, Rajad greift an. Meine Wölfe kann ich kontrollieren. Ich habe das letztes Mal überhaupt nicht versucht, weil die eine andere Kreisfarbe hatten als grün. Und das war ich nicht gewohnt. Aber nein, ich kann die kontrollieren. Ich kann denen befehlen, sie sollen gefälligst diesen kleinen Drecksack hier angreifen. Oder sogar den Priester da oben. Alles Möglichkeiten, die ich habe. Ich lasse mit einem da hoch. Damit der auf jeden Fall nicht anfängt zu zaubern. Und was macht dieser kleine Drecksack von einem Magier? Was bildet der sich überhaupt ein? Ah ne, Brakett muss in den Nahkampf. Ja, Brakett muss in den Nahkampf. Okay, du musst anscheinend einfach weiterlaufen. Ja, du musst weiter vor dem Kerl weglaufen. Nein, hör auf, eine Schriftrolle zu lesen. Hör bloß damit auf. Oder okay, der Wolf da oben macht nicht unbedingt das Richtige. Ich war wohl am Limit von den Beschwörungen mit Vikonia. Das ist ein bisschen ungünstig. Das war mir nicht klar, dass es dieses Beschwörungslimit hier geben würde.
Weil im normalen Baldur's Gate 1 gibt es das nicht. Das ist eine Erfindung von Baldur's Gate 2. Um ehrlich zu sein, ja. So, versuch mal den Kerl da oben zum Schweigen zu bringen. Das ist vielleicht eine ganz gute... Hey. Das ist vielleicht eine ganz gute Nutzung deiner Zeit. Ich habe auch, glaube ich, Probleme mit meinem Sound gerade. Da kann ich mir aber nicht sicher sein. Okay, Molka ist schon schwer verletzt. Das macht Dorn sehr, sehr gut. Dorn im Heiltrank. Damit das nicht aufhört, sehr, sehr gut zu sein. Rajat, ich würde fast sagen, du machst einfach nichts. Du haust einfach weiter drauf. Okay. Braket wurde festgehalten. Und, was ist dein Problem, Vikonia? Habe ich dich etwa hier runtergeschickt, ohne dir weitere Befehle zu geben? Hm? Leg mal den Magier hin. Hat nicht funktioniert, aber gut. Der Versuch war das, was zählt. Oh. So, das lasse ich dann mal stecken. Ich werde wahrscheinlich eher versuchen, Rajat zu heilen. Der irgendwie schwachsinnig geworden ist, glaube ich. Das heißt, ich habe ihn nicht mehr unter Kontrolle. Oh, und jetzt habe ich den Zauber abgebrochen. Ich bin natürlich auch ein Doofkopf. Ah, Braket wird festgehalten. Emon, mach was. Nein. Okay, Rajat ist tot. Das kam unerwartet. Schließlich hat nur der Kerl auf ihn gehauen. Und der ist ja nun keine besondere Bedrohung, finde ich. Und er hat neue Spiegelbilder. Meine Güte. Aber eine andere Chance, als einfach weiterzumachen mit dem, was ich bis jetzt gemacht habe, sehe ich nicht. Es läuft ja relativ gut. Haha, super gemacht. Und weiter. Auf den Magier. Ja, Vikonia kriegt das nämlich hier alleine hin. Vikonia kann diesen kleinen Mann töten. Ah, oh, Braket ist wieder im Spiel. Lauf weg. Vielleicht nicht so gut, dass Braket wieder im Spiel ist, denn Braket ist ja ein relativ weiches Ziel, wenn ich das mal so sagen darf. Der hält nicht unbedingt das meiste mehr aus. Und er wird sofort unter Angriff genommen von dem Kerl. Ich höre zu. Aber gut. Wir scheinen das zu gewinnen diesmal. Gut, Rajat ist tot. Das ist ein bisschen ärgerlich. Yep, das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist sogar ein bisschen mehr als nur ein bisschen ärgerlich. Vor allem, weil ich Rajat ja so gebufft hatte. Wisst ihr, was ich dann mache? Ich denke, ich werde das nochmal machen. Du schläfst noch. Die Hunde schlafen auch alle noch. Ich denke, ich werde das nochmal machen und vorher werde ich nochmal gucken, ob mein Sound in Ordnung ist. Ja, weil ich habe immer das Gefühl, es hört sich ein bisschen komisch an gerade, was ich hier mache. Also bis gleich. Okay, da bin ich wieder und ich denke, ich habe jetzt ein bisschen was geändert. Das sollte sich allgemein dann heute besser anhören. Ich denke, wir hatten ein bisschen Probleme mit Clipping. Aber naja, nicht zu viele Fachbegriffe, eher mehr kämpfen und... Oh, was? Das ist unakzeptabel. Ich brauchte diesen Kampf. Ich hatte mich auf diesen Kampf gefreut. Los geht's. Dieser Kampf wird provoziert. Ja, sehr gut. Und diesmal mache ich das alles ein bisschen leicht anders. Ich werde keine Zeit verschwenden mit meinen Nahkämpfern und irgendwelche Zauber zaubern. Also Vikonia ist von Anfang an dabei, Leuten den Schädel einzuhauen. Ich werde Monster beschwören. Neera wird wegrennen. Total. Rajat, du kannst ruhig dein Schildding zaubern. Braket hätte ich eigentlich ganz gerne ein paar Wurfdolche. Das ist extrem schade, dass der keine hat. Vielleicht sollte ich ihm aber auch das Schild abnehmen. Oder den Schild, wie auch immer. Ich denke, es ist Zeit, mit zwei Waffen zu kämpfen, mein Guter. Wobei, das ist ziemlich heftig, der Unterschied hier. Andererseits, warum nicht? Ja, wir machen zwei Waffenkampf heute. Ich denke, der kommt zuerst zu mir hier. Der Morwin, du solltest auch wegrennen, richtig? Aber ich könnte mit Neera eventuell auch diesen Froststab mal benutzen. Müssen wir mal schauen. Jedenfalls machen wir den Kampf natürlich mit der...
auf Kamera nochmal neu, ja? Ja, geht mal auf den. Geht mal auf den da. So, du rennst schön weg. Du rennst schön weg. Du machst da Stress. Du machst da Stress. Okay, mach beide Stress an dem da. Töten wir zuerst den Kleinen. Warum nicht? Keiner mag Kleine. Nein. Sagt Braket, der selbst einen Kleinen spielt. Warte mal, ich habe meine Wölfe nicht beschworen. Das könnte ein Problem werden. Warum habe ich das vergessen? Wie konnte mir so etwas nur passieren? Ich muss dran denken, dass das eine Schlafschriftrolle ist, oder? Und der zaubert die nicht auf Nira. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, der zaubert die auf Nira. Nira benutzt mal ihren Froststab auf Drakkar, wenn das klappt noch. Komm, bring jemanden um. Oh, das ist so ein Strahl sogar. Aber der geht nur auf einen, richtig? Ja, der geht nur auf einen. Sieht nur beeindruckend aus. Sieht aus wie Aghanazars Hexerei. Ich glaube fast, das können wir sogar nochmal machen gleich, weil... Ich habe mich nicht an meine eigenen guten Ratschläge gehalten. Jetzt ist die Hälfte meiner Gruppe festgehalten. Oder im Begriff zu sterben. Yep, da ist schon der erste gegangen. Dorn kann ich nicht ersetzen. Dorn hat nämlich so viel Stärke, dass er die ganze Ausrüstung trägt. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich finde es interessant, dass man trotzdem noch nicht überfallen werden kann. Ich dachte, nachdem das viermal in Folge passiert ist, dass das für immer gesetzt ist, dass ich auf dem Weg aus diesem Gebiet überfallen werde. Und wenn das jetzt nicht mehr passiert, dann bin ich dafür einerseits dankbar, weil es ist natürlich ein nerviger Kampf. Andererseits, will ich es jetzt auch diese Folge erzwingen? Ja, ich will diese Folge, ich will den Kampf haben. Ich brauche den Kampf, den machen wir jetzt. Wir haben das hier angefangen, wir werden das jetzt hier zu Ende bringen. So. Auf den Zwerg. Du stellst dich zu dem Mann. Braket beschwört diesmal tatsächlich irgendwelche Leute. Und ihr drei rennt weg. Ich verstehe, ich würde gleich zur Sache kommen und euch beseitigen. So, du kümmerst dich um den Spaßvogel, du kümmerst dich um den Spaßvogel. Und meine Gnolle, yeah, meine Gnolle. Schöne gelbe Farbe, kümmern sich um den Kerl da oben. Warum nicht? So, Braket. Gift durch, bitte. Und dann kümmerst du dich vielleicht um den Kerl. Warum nicht? Rajat, du kannst eigentlich auch dich um den Kerl da oben kümmern. Ich hoffe, das wird was. Oh. Ich glaube, das wird nichts. Hilf Vikonia. Hilf Vikonia, Braket. Und du läufst hier um Rajat rum. Und haust ihn jetzt. Ja, du haust ihn. Braket, renn weg. Vikonia, dicker Heiltrank. Oh, das ist ungünstig. Das hat ja eine irrsinnige Reichweite gehabt, dieser Zauber. Jetzt rette ich die Lage. Und das ist Personen festhalten. Immerhin, ich hab's hinbekommen, dass sie ihre Zauber verteilt haben. Ich tue. Hey, das war total unfair, weißt du das? Warum machst du nichts, Vikonia? Habe ich dir nicht befohlen, Dinge zu tun? Oh, du haust auf Rajat. Das ist natürlich ungünstig. Das können wir nicht zulassen. Vikonia ist tot. Das geht total den Bach runter schon wieder. Ach du heilige Scheiß, ich hatte riesen Glück in dem einen Durchgang, den ich achtlos weggeworfen habe, um mich um irgendwelche Soundprobleme zu kümmern. Das wird mir jetzt erst klar. Ich würde lieber gleich zu. Ja, bla bla bla. Und Gnolle. Gnolle-Tag. Wir laufen weg. Ja, wir laufen weg. Wir laufen schön weg. Gnolle, macht euer Ding. Und wir kümmern uns um den Kerl. Yep, wir kümmern uns um den Kerl. Ich nehme mal an, dass wir den vielleicht sogar umbringen werden können. Komm, bringt ihn um. Bringt ihn um. Ihr habt ihn umzingelt. Ihr habt ihn umzingelt. Braket Giftdolch. Ja, zwei Waffenkampf. Auf geht's. Alle Mann auf den. Alle Mann auf den. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Alle Mann auf ihn. Bringt ihn um.
Nein! Unakzeptables Zeug geschieht hier. Mehr Monster. Und mehr auf den Magier. Ja, bringt ihn um. Komm, Bracket. Nein! Unakzeptables Zeug. Ich wünschte, ich hätte sowas wie Magie-Bann. Dann könnte ich eventuell hier noch was rumreißen jetzt. Also ich meine, ich kann natürlich immer noch was rumreißen. Aber, dann könnte ich meine Leute vielleicht von ihrer Tatenlosigkeit befreien. Komm, den wirst du doch wohl treffen. Hört auf, Rajat zu verhauen. Der kann sich nicht wehren. Ihr wisst ja gar nicht, wie unhöflich das ist. Rajat! Ja, Rajat ist noch nicht tot. Er ist kurz davor, aber er ist noch nicht tot. Rajat hat auch wieder eine Fernkampfwaffe in den Finger. Das ist vielleicht der Fehler gewesen. Hier kann man die Schleuderkugel wunderbar sehen, die er hätte verwenden sollen. Aber interessanterweise ist der Kerl da unten tot. Sehr gut, dann kommst du jetzt dran, Drakkar. Ja, Drakkar, du bist dran. Alle Mann auf Drakkar! Hey, unfair. Das hat er wohl gemerkt, ne? Dass ich ihn zum Ziel erwählt habe. So, alle Mann auf Drakkar. Hat sich nicht geändert. Ich habe nur mal Rajats Waffe gewechselt, schnell. Aha! Das war's für Drakkar. Dann kommt jetzt der Chef oder der Arsch. Morwin oder... Ja, ich denke, wir töten den Chef zuletzt. Weil ich ein Arschloch bin, ja. Ich lasse den Chef schön am Leben. Der soll seine Leute leiden sehen. Das hast du gut gemacht, Vikonia. Ohne Frage. Ich habe Bracket im Auge. Bracket ist natürlich die wichtigste Person, nicht? Und die haben das anscheinend auch erkannt. Oh, Dorn ist zurück. Dorn, du musst ein paar Leute bestrafen. Ich weiß, die haben Helme an, aber hey. Mach's trotzdem, für mich. Bracket. Eieieiei. Ich wünschte, Bracket wäre... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, Bracket wäre nicht immer das Ziel. Und dann, passiert das? Was soll das? Jetzt ist Vikonia gestorben, ohne dass ich wirklich was tun konnte. Und ich komme jetzt, glaube ich, auch noch dran, hä? Wenn das so weitergeht, dann bin ich gleich dran. Stirb, Molka! Stirb! Nein, ich sterbe. Meine Güte, damit hatte ich nicht mehr gerechnet. Ich dachte, wir hätten gewonnen. Aber hey, das ist die Wegelagerer-Folge. Ganz hochoffiziell, das ist die Wegelagerer-Folge. Ich verstehe, wenn ihr hier nicht weiterguckt. Ich verstehe, wenn ihr zur nächsten wechselt. Aber das muss jetzt sein. Das tut mir leid. Aber so ist es halt. Ja, endlich wurde ich wieder überfallen. Und zwar schon nach 6 Stunden diesmal. So, dann beschwören wir hier ein paar Kreaturen. Ja, mach mal. Ich würde lieber gleich zu sagen. Machen wir mal den Froststab direkt. Ah, siehst du, haben wir den Priester wehgetan. Und unterbrochen beim Zaubern. Das gefällt mir doch immer. So, dann lauf weg. Du auch. Hier verschwende ich nur meine Talente. Und ihr greift schön irgendjemanden an. Das ist eine sehr ungünstige Geschichte diesmal, weil uns fehlt, ich würde mal sagen, es sind nicht die besten beschworenen Kreaturen, die man haben kann, die wir hier bekommen haben. Und ich habe mich natürlich wieder doof hingestellt mit meinen Leuten, wie ich gerade sehe. Also Bracket schläft, Dorn und Vikonia sind festgehalten und Rajat muss ganz allein in der Mitte stehen und ja, selbst Immun kriegt's jetzt auf den Sack. Von dem Drecksack von einem Magier. Nimm das! So, Molka ist dem Tode nah. Das kriegen wir also vielleicht dann doch noch hin. Ja, du hast einen umgebracht. Jetzt auf nach Drakkar.
Dann helfen wir dir dabei mit dem Froststab. Und Immon, dieser Kerl scheint dir überlegen zu sein. Ich sag's ja nur ungern, aber hey. So, Morwen gegen Rajat. Und Immon. Oh nein, 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 nein. Achso, er ist durch ein Schild geschützt. Das ist natürlich super praktisch. Hey, hey, hey. Was tust du da, Halakan? Oder Halasan, oder wie auch immer du heißt. Ausgetrickst. Nein! Ha, Vikonia ist wieder da. Nein, Vikonia ist nicht wieder da. Sieht nur so aus. Ich verstehe. Sehr dynamische Pose, in der sie da... Oh, jetzt hackt er auf Vikonia rum. Nee, das ist nicht gut. Das ist nicht akzeptabel. Ich kann allerdings auch nicht mit Rajat näher rangehen, weil Rajat kriegt dann auf den Sack und ist tot. Ich habe auch keinen großen Heilzauber irgendwo. Also keinen großen Heiltrank für ihn. Für Rajat. Ich habe nur diesen kleinen hier. Den wir mal ein bisschen rumreichen. Dann kannst du ja wieder rangehen. ran ans Fleisch. So, du läufst schön weiter weg. Bitte, helft mir. Ich würde ja wirklich sehr gerne. Ich würde dir ja wirklich sehr gerne helfen, Rajat. Aber ich habe leider nicht die Möglichkeiten. Ja, jetzt geht der Kampf wieder um. Aber das war ja schon mal gar nicht schlecht. Quicksave ist falsch. Jetzt mache ich auch noch Fehler. Meine Güte. Ich meine, man könnte diese ganze Folge einen Fehler nennen, aber ey. So gemein will ich mal nicht sein, ey. Oh. Und das frustriert mich mehr. Ich sehe ein, dass das fair ist, dass man nicht bei jedem Gebietswechsel überfallen wird. Aber jetzt, wo ich mich dazu entschieden habe, den Kampf machen zu wollen, ist es natürlich nervig. Nervig ohne Ende. So, ihr lauft alle weg, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Kabumm. Und beschwören. Ach, und du gehst vielleicht auch mal drauf direkt. Aus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Jetzt rette ich die Lage. Jai Kales. So, und ihr helft. Ihr helft. Ja. Jetzt rette ich die Lage. Ich werde euch Gerechtigkeit widerfahren lassen. Machen wir das doch mal so. Wir versuchen, ihn am Zaubern von Personen festhalten zu verhindern, um jeden Preis. Das Schlafen, da kommen wir hoffentlich mit aus. Ich hoffe, das wird uns nicht so... Ja, doch, es ist schlecht. Aber Schlafen ist besser als festgehalten. Ja, super. Super, super, super. Jetzt auf den Morwen. Und Nira läuft schön weiter weg. Ja, ja, lauf weiter vor dem Magier weg. Wir machen die jetzt einen nach dem anderen. Oh! Wow. Ich höre zu. Heftig. Wer hat da so viel Schaden gemacht? Molka. Ah, der Chef der Gruppe. Ja klar. Wer auch sonst? Vikonia, ich denke, du solltest versuchen zu heilen. Das könnte... Oh, jetzt hat er das Ziel gewechselt. Aha, Dorn, sehr gut. Dorn ist wieder geheilt. Macht mal schön weiter. Ja, warte, aber was läuft der da so für Scheißwege, der Kerl, der kleine Gnom da hinten? Böser Gnom, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ey. Ich sehe, was du tust. So, Vikonia muss man Heiltrank nehmen. Morwen ist dem Tode nah. Immon ist auf dem Weg, dem Tode nah zu sein, aber wir töten erstmal den Chef jetzt hier. Und zwar ruhig auch hiermit. Ja. Yep. Oh, das ist alles nur Hast, würde ich fast sagen, ja. Diese Kerle sind so stark, weil sie unter anderem Hastzauber haben. Die machen einen großen, großen Unterschied. Man kann gar nicht zu viel Wert auf den Hastzauber legen. Die sind enorm wertvoll. Ja, muss weglaufen. Ach du Scheiße, muss ja eigentlich jeder weglaufen nach einem Treffer. Der muss weg. Okay, dafür haben wir die Zauberstäbe. Das tut jetzt zwar weh, dass wir einen Zauberstab für sowas opfern, aber hey.
Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir machen den Kampf, wir gewinnen den Kampf, wir werden den töten. Wenn du Vikunia tötest, du dreckiger, was auch immer du bist, ein Halbmagier. Aha, jetzt haben wir ihn, oder? Komm. Nein! Hör auf zu zaubern! Ich kann auch zaubern. So. Jetzt denke ich, dass wir gewonnen haben. Ja, und wir haben gewonnen. Endlich! Meine Güte! Ha. Yep, das Spiel ist schwer. Das klärt wohl alle Fragen, ob das Spiel schwer genug ist. Ich denke, das Spiel ist schwer genug. Ich denke, das ist vielleicht sogar zu schwer. Andererseits bin ich auch nicht der Beste unbedingt. Und mit vielleicht einem Zauber Personen festhalten oder wenn ich den Zauber Hast schon hätte, dann wäre das Ganze vielleicht einfacher gewesen, vielleicht sogar viel einfacher. Aber hätte und so weiter, nicht? Hätte, wäre, wenn. Alles keine Sachen, von denen man wirklich ausgehen sollte oder ausgehen kann. Aber ich musste eine ganze Menge Heiltränke nehmen. Wo ist mein Schriftrollenbehälter? Hier. Müssen wir noch warten, dass Brakhet wieder aufwacht. Der faule Sack. Oh, Todeswolke. Ja, natürlich, das hätte ich benutzen können, den Todeswolken-Zauber. Der hätte das bestimmt geklärt. Sprecht und verschwindet. So, dann heben wir das Ding auf. Noch die beiden Heiltränke, beziehungsweise den einen Heiltrank. Und so gut ausgerüstet waren die gar nicht mal. Kettenhemd plus zwei vielleicht? Ja, könnte sein. Müssen wir mal schauen dann. Ein paar normale magische Waffen. Da ist eigentlich nichts Besonderes dran. Ich höre zu. Versucht, Schritt zu halten. Ja, da ist nichts. Ich meine, die hatten alle Helme. Und ich meine, da sind wir schon, da haben wir schon einen Nachteil dadurch. Sagt an. Brakhet, steh auf. Schlaf ist ein fürchterlich überpowerter Zauber. Ich merke das gerade. Die müssen auch alle über Level 5 gewesen sein wahrscheinlich, aber Brakhet ist es wohl noch nicht. Nee, Stufe 3 und Stufe 3. Ich bin mir auch nicht sicher, wie das genau bei ihm berechnet wird, aber Schlaf scheint noch zu wirken, also kann es schon mal nicht addiert werden. Weil dann wäre er ja schon Stufe 6 sozusagen. Dann müssen wir wohl warten. Ja, dann müssen wir wohl warten, bis er aufsteht. Oh Gott, warum? So, mach mal erstmal dein Level up, Dorn. Das hast du dir redlich verdient. Ich denke, du hast dir noch nie etwas so verdient wie dieses Level Up. Und ich denke, machen wir für heute Schluss. Ich werde warten, bis Brakhet wieder aufwacht und dann sehe ich euch wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.